Ja, hallo und herzlich willkommen zum Classic Video Games Review hier auf YouTube. Und ich heiße euch herzlich willkommen. Ich präsentiere euch heute nämlich das Spiel Bedlam für den Vectrex. Und ja, Vectrex ist auch sehr arcade-lastig, genauso wie die anderen Spiele auch. Ist von 1982 und beinhaltet einen Zwei-Spieler-Modus, was allerdings nicht simultan gespielt wird, sondern nacheinander. Und ja, Spielprinzip ist eigentlich auch ganz einfach. Ihr habt also hier auf dem Spielfeld ist also ein Stern dargestellt. Ich zeige euch den einfach mal. So, dieser Stern. In der Mitte befinden wir uns mit unserem Raumgleiter. Oder mit unserer Raumkanone. Wie auch immer, jedenfalls können wir mit diesem Gleiter nicht uns fortbewegen. Also da können wir nur auf der Stelle stehen bleiben. Und uns drehen. Im 360-Grad-Turn. So, und aus diesen Ecken, hier aus diesen Sternecken kommen Gegner heraus, die auf einen zukommen, sozusagen. Und ja, die wollen einem natürlich ins Leder und man versucht denen natürlich den Garaus zu machen. Ich habe dann auf Taste 4 habe ich einen Schuss. Und auf Taste 3 haben wir ein Fast Rotate. Das ist also eine Möglichkeit, um das Raumschiff schneller zu drehen, als es normalerweise mit dem Joystick möglich wäre. Und auf Taste 2 habe ich den Zap. Das ist also so eine Art Nova-Bombe, die man also mit an Bord hat. Und diese Nova-Bombe kann also einmal pro Level gezündet werden. Das heißt, also, es gibt also nicht nur diese eine Konstellation Stern, die wir gerade gesehen haben, sondern auch, weiß ich, mehrzackig zum Beispiel. Und also pro Stern einen Zap. Ja, es stehen also einem drei Leben zur Verfügung. Und mit diesen drei Leben kann man also versuchen, so weit wie möglich dieses Spiel zu beenden. So, ja, ich glaube, ich zeige euch das einfach mal. Man hat also die Möglichkeit, drei Spiele, unterschiedliche Spiele zu spielen. Also drei verschiedene Spielstufen gibt es, und wobei eins die einfachste ist. Und Spielstufe 2, also der Level, quasi das Spiel ab Level 2 schon beginnt. Und ab Level 3, dann auch ab Level 3 sozusagen. Und ja, ab Level 3 ist eigentlich sehr interessant, weil dann auch der Stern auch anfängt sich zu drehen. Aber ich würde sagen, ich zeige euch das einfach mal am lebenden Beispiel. Und ja, viel Spaß beim Zusehen. Und wollen wir einfach mal einen Coin einschmeißen hier. So. So, Spiel 1, also steht ja hier. Werden wir dann auch mal direkt mal spielen. So. Da in der Mitte bin ich. So. Hier gilt es natürlich zu entscheiden, in welche Ecke ich zuerst ziele und welcher Gegner ist mir am nächsten. Vielleicht so ein bisschen Voraussicht ist vielleicht auch hier gefragt. Ja, yeah. Dauerfeuer, ein Dauerfeuerfinger müsst ihr auch haben. Zep, zep, zep. Ah, verdammt. Das Einzige, was mich am Vectrex manchmal nervt, ist, dass die Tasten so weit auseinander liegen. Irgendwie komme ich damit nicht klar. So. Wenn einem natürlich dann die Gegner zu nah auf der Pelle sind, dann, wie gesagt, da kann man diese Nova-Bombe einsetzen. So zum Beispiel. Ja, aber wie gesagt, man hat diesen Zap eben nur einmal pro Stern.
So, jetzt beginnen wir in Level 2. Und hier haben wir dann jetzt also schon, das wird schon etwas tricky, weil der Stern, die Zacken, die bewegen sich auf einen zu. Das heißt, solange wie ich nicht in diesen Zacken hereinschieße mit meinem Laser, habe ich also, kann es also sein, dass ich dann weniger Zeit habe, um zu reagieren, weil eben dann die Gegner viel schneller bei einem sind. Ja, okay. Ab Level 2 beginnen dann auch sozusagen die etwas schwierige Gegnerform. Das waren dann diese kleinen Xe, die ihr da gesehen habt. Und diese kleinen Xe, die sind also so kleine Schweinenickels, ne? Die drehen sich dann quasi um das Raumschiff herum und natürlich immer genau entgegengesetzt der eigenen Kanone. Das heißt, man muss sich also versuchen, mit dem Fast Rotate Button, muss man also versuchen, sich schneller zu drehen und versuchen dann diesen Gegner doch noch zu erwischen, weil wenn man da zu lange für braucht, dann fliegen die auf einen zu und man ist dann natürlich direkt kaputt. So, jetzt will ich euch dann noch Spiel Nummer 3 zeigen. Genau, und Spiel Nummer 3 ist das Schwierigste, was man einstellen kann. Und wie ihr seht, hier bewegt sich also der Stern entgegen dem Uhrzeigersinn. Das macht die Sache natürlich nicht unbedingt einfacher. Zusätzlich kommen dann hier natürlich noch die Zacken noch entgegen, als wäre das ja nicht schon problematisch genug hier alles. Nein, ich hasse den. Ich hasse ihn. Ah! Diese scheiß Xe. X für unbekannt. Unbekannter Drecksack. Ah! So, wie gesagt, ein Zap pro Stern hat man. Und komm her, komm her, komm her. Jetzt mach dich alle. Nein! Ja, ich hab ihn auch scheiße. Okay. Ja, liebe Leute, ich denke, das war's jetzt. Ach, okay, jetzt bin ich zwar noch ein Level weiter, aber würde sagen, das lassen wir jetzt. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem heutigen Video-Review auf classicvideogames.de und das war dann jetzt heute Bedlam für den Vectrex. Ja, ich hoffe, man sieht sich wieder und schaltet wieder ein. Mein Kanal auf YouTube ist immer offen. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, ne? Ciao!